So, hey, willkommen hier zur zweiten Folge Let's Play mit unserer Glee Family. Ich bin Daniel von SimFancy. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Letztes Mal haben wir ja so einen Überblick gemacht, was alles so in den Einstellungen los ist, wie unsere Sims bestückt sind mit Merkmalen, wo die wohnen und wie die Welt aussieht. Und jetzt in der zweiten Folge geht es hier weiter. Und wir haben letztes Mal auch hier mit Red die Family besucht, die Nachbarn hier nebenan, die Eichhörnchen. Ellie Eichhörnchen hier. Ja. Die Red macht sich schon mit ihrem Bestreben gemeine Herzensbrecherin. Noch ist sie ja Teenager, aber ja, es geht voran. Wir können schon als Teen auch starten. Ja, an die Jungs ran. Ja, das ist der Kian. Und jetzt aber erstmal Daumen hoch, denn es geht los. Dankeschön. Das Wetter verdunkelt sich hier. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen mal zurück hier wieder, weil wir müssen noch ein bisschen einziehen. Lea hat ja schon den Basketball hier entdeckt. Oh je. Fitnessfähigkeit, hallo. Und unser Marvin, der ist auch schon unterwegs. Was machst du denn hier? Guckst du bei den Fernseher hier? Guckst du so ein Geheimagenten-Ding? Weil der ist ja hier Geheimagent. Oh ja, tatsächlich. Das ist aber echt jetzt Zufall, habe ich nicht eingestellt. Er ist aktuell führender Detektiv, Level 5 habe ich den eingestellt und wir müssen mit dem ein bisschen leveln, aber wir gucken heute jetzt erstmal nach den Tierchen. Ich hoffe, das Wetter verhagelt uns nicht die Folge. Sieht bewölkt aus noch, kein Sturm. Wir reisen mal zurück nach Hause und komm, wir nehmen die Rosie mal mit, oder? Wer ist das hier? Nee, wir nehmen die nicht mit. Erstmal müssen wir selber gucken, dass wir ankommen in unserem Haus. Ihr seid natürlich dazu aufgerufen, weiterhin zu kommentieren, wie sich die Story unseres Sims weiterentwickeln soll. Immer her damit und liked die Ideen der anderen, die euch auch zusagen. Dann haben wir da so eine Top-Liste und dann mixen wir das mit meinen Ideen zusammen. Und ja, übrigens, ich habe auch aufgrund von Feedback in den Spieloptionen die unter Gameplay die Sim-Lebensdauer auf normal gestellt. Vorher war das auf lang. Und dadurch, ja, weil lang ist sehr lang, ne? Das war so das Feedback. Und normal ist eigentlich ein bisschen zu kurz, aber ist okay. Wir haben dann hier jetzt schon die Geburtstage und dann hier auch. Und wir spielen weiterhin 14-tägige Jahreszeiten, also auch Mittel. Ja, okay, wir holen uns erstmal die Hühnchen hier, ne? Lea, das musst du hier ran, da würde ich mal sagen hier. Oder können Kinder auch schon Hühner kaufen? Kinder können auch schon Hühner kaufen. Ja, na denn, dann machen wir das doch. Dann holen wir uns mal ein Küken für den Jonas. Oder wir holen uns Küken hier. Männliches Küken, weibliches Küken. Können wir mal zwei, das reicht erstmal für den Anfang. Dann können wir mal gucken, wie das aussieht. Dann haben wir auch gleich eine Henne dazu, oder? Wäre ganz schön. Eine Henne auch noch. Machen wir das mal. Ja. So, Jonas hat ein Rezept hier freigeschaltet. Oh ja, okay. Können Kinder auch schon, das wusste ich gar nicht, können Kinder auch schon Leckerlis hier machen hier. Das ist doch mal toll. So, hier im düsteren Dschungel des Elternfreundhauses. Gibt es übrigens hier im Channel als Stop-Motion-Video. Ja, könnt ihr euch angucken. Im Schnelldurchlauf. Oh je, da ist schon hier kaputt. Wer von uns ist Geschicklichkeit? Ich glaube du, Marvin, oder? Hier, reparieren. Schon wieder, habt ihr schon was kaputt gemacht, Mensch? Und Lea, mit dir möchte ich ein bisschen kochen. Du kannst mal hier Abendessen servieren. Mach mal ein Grillkäse hier. Oder was machen wir denn? Italienische Fleischspelze. Ist das neu? Hier braucht man Petersilie. Buntmarsch, Caprese, hier Fischtacos. Oh je, das hört sich alles schon wieder so gut an, Mensch. Spaghetti, oder? Spaghetti hier zum Einzug. Spaghetti. Spaghetti, Spaghetti. So, was machen die Hühnchen? Ah, wie knuffig. Wir brauchen Namen für unsere Küken. Wir haben ein männliches Küken, ein weibliches Küken und eine braune Henne. Bitte schreibt mir mal coole Namen für unsere Hühnchen und wir können unseren Stall hier auch einen Namen geben hier. Geflügelhof hier. Nee, dann machen wir nicht. Das hört sich irgendwie... der Kleestall hier. Erstmal vorerst. Kleestall. Der Kleestall. Was? Hier schon wieder Farbe hier. Das gibt's ja aber nicht hier. Aufräumen hier. Come on. So, der muss hier in 14 Stunden zum Unterricht. Wir haben Sonntag, das ist gut. Oh, wir haben Hasis, guck mal. Unser Tierfreund hier. Eieiei, Kontakte knüpfen hier. Fragen, wie Kaninchenlöcher funktionieren.
Tanzschritt zeigen. Ja, wir haben ja unser Senkrechtstarter, wir müssen ein bisschen Schach spielen und mit Erwachsenen lesen. Das haben wir letztes Mal ausprobiert. Hat leider nicht geklappt. Ihr habt auch kommentiert, danke dafür. Wir müssen Kinderbücher anklicken, dann geht das hier. Normale Bücher kann man nicht vorlesen. So, Hasi. Hier ist nochmal ein Hasi. Oh je. Bist du ein Glühwürmchen? Hast du eine Karotte für mich, Jungchen? Ja. Über Gemüse reden. Schwingt es? Ja, der mag tanzen hier. Eigentlich mag er nicht tanzen hier, oder? Nee. Ich bin ein Tierfreund vom Merkmal. Ja, tatsächlich hier. Sind besessen von Tieren und suchen häufig ihre Gesellschaft. Oh, ist kalt. Oder was hier? Zitterst du hier? Machst du hier schon wieder Sport? Sehr gut. Wir müssen dem auch einen Namen geben. Hopsi. Hopsi. Das ist Johnny, würde ich sagen. Ja, wie Jonas, nur, das ist der Hase von Jonas, deswegen heißt er Johnny. Johnny, der Johnny ist das. Nicht der Johnny, der Johnny. Ja, Jonas, komm, was machst du hier denn? Über Gartenarbeit reden hier, oder was? Geschenke. Du hast doch noch gar nichts hier im Inventar, ne? Oder was hast du hier im Buch, hast du? Grundschulhausaufgaben, ja, natürlich. Komm, wir schenken dem... Das können wir leider nicht machen. Die müssen wir hier. Wir wollen ja erfolgreich sein im Leben hier, ne? Da ist er hier. Witz über nach Futtersuche fragen. Ja, wo kriegst denn du Futter her? Sie wollte ja gerade zum Kaugummi mit dir gehen. Habt ihr es gesehen? Hier schon wieder die Interaktion hier. Esst ihr Frösche? Nee, wir essen nur hier Karotten. Ich geh mal, wenn du nichts zu mampfen hast, Jonas. Oh, ist hier düster. Lea, bist du schon fertig mit dem Essen oder hast du wieder abgebrochen hier? Ich glaub's ja nicht. Wer läuft denn da bei uns schon wieder im Haus rum? Da will ich jetzt aber mal sehen hier. Die Ellie ist vorbeigekommen, die Eichhörnchen. Und Red, du machst hier draußen ein bisschen Sport. Willst du nicht deinen Kollega hier einladen? Einladen abzuhängen? Dein Kian? Ja, komm, lad ihn mal ein hier, Mädchen, komm. Und wir wollten auch nochmal mit dir... Hast du schon Essen gemacht? Wo ist denn das Essen? Ist das das hier? Eier und Toast. Nee, da ist es aber nicht. Wo ist denn das? Hier. Das ist aber hier. Ach so. Ja, Marvin, du hast ja doch gar nicht hier fertig hier. Oh, Mensch. Marvin, du musst ja reparieren, sonst kann die Frau nicht kochen, du. Jungschen hier, das gibt's ja mal nicht. Männer hier wieder. Ihr ignoriert mich wieder, ne? Oder ist der schon wieder kaputt? Weil hier hast du ja schon Teile irgendwie. Dann machst du mal Teile plünder, die brauchen wir immer. Essen verschiebt sich leider. Oh ja, ihr chillt ja noch am Kamin. Willst du vielleicht mal malen, wenn du groß bist oder so? Bringt viel Geld? Nee, ich werde Wettermann. Das war eine Wolke, glaube ich, oder? Schäbi, schäbi hier. Ja, oder was der Handwerker? Dann kannst du uns Schränke bauen. Ich will ja immer schon einen neuen Schrank. Oh, ich habe Hunger, Mama. Was, wieso kommst du denn nicht hier? Oh je, das fängt schon wieder gut an hier. Ja, Marvin, komm mal hier. Was ist denn los? So. Hast du deine Verabredung hier schon? Das ist schon wieder einen neuen Typ hier. Was ist denn das hier? Kians Outfit hier. Was ist denn das? Das ist wieder so ein Zufallsoutfit hier, oder? Mit dem Turban hier. Mit Rumschmusen angeben. Können wir mal machen. Machst du jetzt hier schon Todeskommunikation hier mit dahingeschiedenen kommunizieren müsst ihr mal. Maherba hier. Oh Gott. Oh ja, ja. Unsere Red, die hat ja auch ein dunkles Geheimnis hier. Möge die uns Essen bringen, wenn die Mama nicht kocht. Der Kreis vergrößert sich hier. Pass auf deine Haare auf, Mädchen. Jimmy. Wir können mal in den Spiegel gucken, ne? Er ist kein Vampir hier. Alles gut. So. Hier ist auch so ein bisschen hier das creepy Bild hier von euch, was ihr gemalt habt und mir geschickt habt. Das ist so toll. Das habe ich bei mir in der Pinnwand und dann habe ich das eingescannt. Und gibt es als CC, als Download für euch. Kostenlos. Link in der Videobeschreibung. Nee, eigentlich nicht, aber auf Enemenemec. Oh je. Eine alte Frau kocht Rüben, eine alte Frau kocht Speck, im Walde stehen Buchen und du musst suchen. Haben wir jetzt Geister oder was haben wir jetzt gemacht hier? Oh je. Was macht denn ihr hier? Habt ihr keine Heizung? Draußen, oh, das Essen ist fertig hier, gibt's aber Würstchen und Bohnen hier, ist ja wie im Dschungelcamp. Red, du musst auch noch mal was mampfen hier. Du musst auch noch was mampfen, komm.
Ja, du kannst auch mal die anderen zum Essen rufen hier. Hol mal deinen Kian dazu. Du musst den auch noch hier fragen. Oder verpisst er sich schon wieder? Oh je. Hey, komm zum Essen. Jetzt holen sich alle nochmal ein Ding, ne? Jetzt hast du doch hier erst ein... Ach, Mensch. Jetzt hast du doch hier erst eins geholt, dir. Und hier ist schon wieder alles vermüllt. Seid ihr schon fertig? Ja, dann räum mal auf. Komm, bitte. Teile plündern. Und dann wegwerfen hier. Hol dir nochmal... Jetzt hol dir echt nochmal... Ihr werdet schon wieder alle fett hier bei mir im Let's Play. Ihr seid fertig mit Hunger hier. Sonst werdet ihr nicht essen, wenn ihr schon hier... Nee. Jonas, du auch nicht. Nee, du bist auch fertig hier. Was machen die Hühnchen? Die Hühnchen, die schlafen auch schon. Ja gut, Stall ist sauber. Alles gut hier, alles gut. Okay, dann müssen wir mal dem Staubsauger auch einen Namen geben. Wir brauchen so viele Namen, Leute. Habt ihr auch Namen für meinen Staubsauger? Das ist wieder der Pancake eigentlich, oder? Kommen wir mal ein Pancake. Das ist einfach der Pancake, oder? War schon immer der Pancake. Ein paar Sachen sind gleich. Wir spielen natürlich das nicht nach, wie gesagt. Das kann man, glaube ich, eh nicht machen. Du gehst ins Bett, aber du musst, glaube ich, noch die Hausaufgaben machen, Mensch. Kann man nur die Hausaufgaben. Das tut mir leid jetzt. 22:27 Uhr. Ich freue mich hier auf die Hausaufgaben. Nee, glaube ich nicht. Aber musst du trotzdem machen. Oder freut er sich? Ja, manche Kinder machen auch gerne Hausaufgaben. Ja. Das dürfte keinem sagen. Sonst sind alle neidisch hier drauf. Welches Kind macht gerne Hausaufgaben? Ich weiß es nicht. Red, du eigentlich auch. Du musst eigentlich auch Hausaufgaben machen. Es tut mir leid. Ich habe dir wieder das ganze Essen hier wieder... Ich muss wieder euch hinterherräumen jetzt. Hier, guck mal, ist so weit vom Kühlschrank weg. Ist der Esstisch so vollgestellt oder wieso geht ihr raus in die Kälte hier? Oh, du Brava, hier kannst du auch mal aufräumen. Komm, einfach mal hier aufräumen hier. Eier und Toast fortsetzen. Das hier auch mal aufräumen. Hier alles mal aufräumen hier. Das können wir noch brauchen hier vielleicht. Was ist das? Ist das Tagebuch? Ist das von dir das Tagebuch? Komm, dann machen wir von dir das Tagebuch hier schreiben und dann verstecken. Und ihr müsst, glaube ich, bald ins Bett. Lea schläft schon auf der Couch. Kommst du nicht hoch in dein Bett? Wir haben doch hier ein schönes Bett für dich. Komm, schlafen hier. Schlafen. Noch gibt's kein Techtelmechtel. Sollen wir eigentlich nochmal ein Kind machen? Oder wie ist das? Red, du stinkst hier. Du stinky Maus. Wo warst du denn wieder? Wegen dem Sport? Oder wegen was war das? Du musst hier duschen wir morgen früh. Reicht das noch? Machen die eigentlich auf? So. Und das Vorlesen machen wir morgen. Das reicht heute nicht mehr. So, bist du fertig? Sehr gut. Komm dann ab ins Bett mit dir. Unter der Decke lesen. Oh, das ist auch schön. Seit wann geht das? Mal ein bisschen was lesen und dann kannst du schlafen. Bisschen blöd auf dem Bett, können die Eltern nichts vorlesen, oder? Können die unten sitzen und vorlesen? Weiß ich nicht. Jetzt haben wir ein Hochbett, Jonas, hier. Hätte deine erste Version von dir das schon gehabt. Du, das wäre mal was gewesen. Das wäre mal was gewesen hier. In Gedanken hier. Das bringt Inspiration und Dings hier, ne? Fantasiefähigkeit oder wie das heißt. Und du bist noch dabei hier, okay. Ja, du musst, glaube ich, auch in die Schule noch, ne? Ja. 9 Stunden bis zum Unterricht, upsi. Dann lass dir das Tagebuch mal liegen. Dann packen wir das dir ins Inventar, dass unser Tisch mal hier frei wird. Und was ist das hier noch? Man weiß es nicht so genau. So, das wird auch nochmal in den Kühlschrank gepackt. Dann haben wir schon mal ein bisschen Vorrat. Können wir auch mal Picknick machen. Yay. Was ist das? Was habt ihr alles gemacht? Oh, das kann man nicht reinsetzen. Okay. Oh, die Zwiebeln haben sich verändert. Die haben sich wieder zusammengeschnitzelt. Okay. Echt düster heute hier, Mensch. So, bist du auch im Bett? So, die ersten zwei sind im Bett, beziehungsweise drei. Ready, komm. Mal finito, die letzten. Wieso schreibst du eigentlich ins Buch direkt rein? Das musst du wieder zurückgeben, oder? Ah, jetzt pupst die da auch noch hier, die Sau. Alter, Mensch, Red, jetzt geh mal, komm ins Bett. Ab mit dir ins Bett. Das kann sich nur um Stunden handeln, bis du im Bett bist. Spielzeit, Stunden. So, ding, 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 ding. Was ist denn hier so? Was ist denn das mit diesem Grinse-Dings hier? Was war da? Was ist das denn? Blitzblanke Umgebung. Ach so. Wir haben ja das Hausputzset. Und ich habe deswegen glitzert das hier auch wieder so. Deswegen ist es auch. Oh ja. Wir müssen mit Staubmonstern dann wahrscheinlich kämpfen. Oh je, Mene. Oh, du bist jetzt aber. Wir wachen echt auf, wenn sie brutal stinken. Okay, dann mach mal schnell duschen hier. Nachdenklich duschen. Dann kannst du hier.
bist du konzentriert für morgen. Dann gehst du wieder ins Bett, wir probieren nochmal ein paar Stunden zu schlafen. Aber wie es aussieht, hast du ein gutes Bett. Guck mal, die Energie ist hier schon ganz geil. Ja, also, dann klappt das doch hier sehr schön. Hast du auch ein Tagebuch eigentlich, Jonas? Wir müssen eigentlich, Tagebuch ist voll gut für die Eltern. Freudenmerkmale. Oh, der Hamster, den haben wir auch. Was? Aufmerksamkeit niedrig, Aktivität niedrig. Okay, wir müssen mit dem auch nochmal hier Leckerli füttern. Hier, Leckerli. Nach Nagern fragen hier und nach Tag fragen und Nager studieren. Wieso steht hier, Jonas ist für heute mit den Hausaufgaben fertig? Darf man das nur machen, wenn, ach, das zählt dann als Hausaufgaben, wenn man die Nager studiert? Aber das ist mir echt neu. Wusstet ihr das? Müsste ja eigentlich, ne? Wenn man Hausaufgaben noch machen muss, kann man Nager studieren, dann sind die Hausaufgaben hier, oder? Oder wie, oder was? So, wir müssen erstmal auch, habt ihr wahrscheinlich auch wieder alle, hier ist schon kommentiert, automatische Lichter, alle Lichter, damit wir Strom sparen hier. So, machen wir das. Red schläft noch, sitzt auch schon wieder pieseln. Oh, es wird morgens wieder ein Theater im Bad dann wahrscheinlich. Bist du schon wach? Der ist schon wieder voll fit hier. Come on hier. Hello, Hamsterli. Where's it, Jenny? Guck mal, hier kriegst du komisches Dings mit einer Pille dran. Nee, das mag ich nicht. Oh. Ich lese dir auch was vor. Mama muss mir was vorlesen. Ich muss dir was vorlesen hier, ne? Kleiner Knuddel, du. Hamsterli. Ich gehe jetzt in die Schule. Das erste Mal. Ja. Bluffy. Oh, der heißt jetzt Bluffy. Okay, oder hinten läuft ein Hund rum hier. Ist das ein Streuner? Der heißt jetzt Bluffy einfach. Bluffy. Jonas hat ihm einen Namen gegeben. Das ist der Bluffy. Ja, aber. Du. Kleine Nudel, du. Hunger, okay. Ja, dann machen wir mal Leckerli füttern hier. Aber Futter auffüllen? Ist bereits, dann musst du was essen. Hey, das gibt's aber nicht. Mama kommt hier gleich. Ups, hab ich schon. Oh, was ist denn hier schon wieder alles im Kalender? Das ist ja mal. Geekon ist da und trifft einen Star und die Staffelpremiere hier. Tanzwettbewerb, Talentwettbewerb. Nicht Tanzwettbewerb. Und das Schneefest. Und da ist ja jeden Tag was los, du. Okay. Nee. Mama hat's gesehen, obwohl sie in der Dusche ist hier. Leviten lesen, wo ist das denn hier? Erziehung. Aktuelles Verhalten maßregeln. Bestrafen. Auszeit. Bestrafen wegen angerichtetem Chaos. Ja. Mama, du musst mal hier dein Jungchen hier. So, hast du Kameras in der Dusche von Jonas Zimmer oder was? Was bist du für eine Mutter? Eine Supermutter willst du ja sein. So, ja. Nicht hier malen da, ja? Auf dem Boden. Strafe ist, Computerverbot. Ist eh kein Computer, ne? Keine Freunde. Boah, ist so fies. Musikverbot. Das mag der Daniel eh nicht. Keine Musik hören, ja? Und hier wieder aufräumen. So, jetzt aber. Du musst noch pieseln, bevor du hier auf Klo, auf Schule gehst, meine ich. Jonas, Lea sollte über weitere Ausbildung nachdenken. Nee, wir gehen nicht mehr studieren mit dir. Ja, das sind Hornis unterwegs hier wieder. Irgendwie ohne Härchen, so. Sehr gut. Jonas kann sogar schon hier Teppiche reinigen. Ist ja mal was. So, ist das Bad frei für Jonas? Er muss auch mal hier pieseln. So, und Reddy muss auch noch mal pieseln dann. Da kommst du als nächstes dran. Bitte. Oh nee, der Papa ist in der Badewanne. Ach scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Sorry. Oh, ich bin der Papa, ja. Ja, Marvin, komm, du musst auch nicht morgens baden hier, wenn die Kinder in die Schule müssen. Raus mit dir hier, ja? Raus mit dir. Raus mit dir, komm. Und auch mal verwenden hier, bitte, danke. Schnell, sonst kommt die Schwester hier. Schnell. Ja. Lobna. Warte, stopp. Ja, gerade noch geschafft, sehr gut. Und jetzt musst du in die Schule schon. Oje, dann musst du in den Bus pinkeln da, oje, Mini. Jonas, du musst auch in die Schule, come on. Schneit es jetzt etwa? Wir haben extra Frühling eingestellt wegen euch. Naja, gut, kann ja sein. Wir haben Schnee.
Schnee, juhe. So, Marvin, wann musst du? Musst du heute auch arbeiten? 2 Stunden. Aber wir müssen noch Logik und Charisma. Oi. Das wird hier wieder was. Sims beraten. Genau, wir wollten ja vertrauensvoller Nachbar mit dir spielen. Wir wollen so viel machen. Kind Maßregeln haben wir jetzt einmal gemacht. Sehr gut, sind wir da auch ein bisschen voran. Sind die Kinder in der Schule? Hat die Mama mal ein bisschen Zeit hier für sich? Wie sieht's denn aus? Hat der Jonas hier schon? Sauber, alles gut. Ja, alles gut. Du kannst mal ein bisschen was hier gucken. Was haben wir denn da? Tomatenstrauch. Die Pflanze braucht kein Wasser und jäten muss man sie auch nicht. Okay. Ich habe mir so ein bisschen was hier noch gelassen da. Ne? Ich habe schon alles entfernt, der Armen. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir machen für heute eine Schlussstriche. Marvin muss gleich zur Arbeit. Lea hat einen Tag für sich. Freundliche Interaktionen, Tagesaufgabe. Es ist nicht so toll. Wir müssen noch eine freundliche Interaktion machen, du. Ist das freundlich von Interessenschwärmen? Freundlich Bewunderung ausdrücken. Ja, ihr zwei müssen auch mal hier ein bisschen knutscheln. Hier stinkt irgendwas. Baby machen. Noch wärst du voll besitzt, die Mann fragen. Romantic im Busch, Baby machen. Ewige Liebe erklären. Ja, wisst ihr, als zwangsverheiratet durch den Kass, ja? Was ist eigentlich mit unserer Jugend? Die gibt's nicht. So, Comedy-Fähigkeit erworben, alles klar. So, ihr zwei Hübschen hier, gibt's noch Abschiedsknutschi, komm. Wenn ihr Platz findet. Kein Abschiedsknutschi, wo ist er sehr distanziert. Romantic, romantic. So. Ich liebe dich wie das Feuer. So lang, bis es kein Feuer mehr gibt. Ja, da kannst du dir noch mal ein bisschen was überlegen, du Romantiker. Das war jetzt nicht so toll, Marvin, ne? Vielleicht koche ich heute Abend was. Ja. Ah, bitte nicht kochen. Oh. Erst Level. Okay. Guti, das war's für heute. Vielen lieben Dank. Euch Daumen nach oben nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.